Grüß Gott und herzlich willkommen zum Vortrag über das Foucault'sche Pendel am Liechtensteinischen Gymnasium. Agnes hat es schon gesagt, ich freue mich sehr, dass es jetzt endlich soweit ist, nachdem es sowohl letztes als auch vorletztes Jahr ausfallen musste wegen Corona. Was erwartet Sie heute? Zunächst möchte ich ein bisschen in die Geschichte zurückgehen und der Frage nachgehen, wie ist denn der Mensch auf die Idee gekommen, dass die Erde sich dreht? Dann starten wir das Pendel und im dritten Teil möchte ich ein bisschen die Physik erklären, die hinter diesem Foucault-Pendel steckt. Und dann komme ich noch zu den Besonderheiten, die dieses Pendel auszeichnet. Und am Schluss möchte ich noch ein bisschen erklären, wie es dazu gekommen ist, dass hier und heute dieses Pendel hängt. Wir wissen nicht, wer als erster Mensch die Vermutung hatte, dass die Erde keine Scheibe, sondern eine Kugel ist. Sicher ist, dass Aristarchos von Samos von einem kugelförmigen Mond, einer kugelförmigen Sonne und einer kugelförmigen Erde ausgegangen ist im 3. Jahrhundert vor Christus. Und 50 Jahre später hat Eratosthenes von Kyrene die Krümmung der Erdoberfläche gemessen und aus dieser Krümmung den Umfang der Erde berechnet. Damit hatte man erstmals eine Vorstellung von der Größe dieser Erdkugel. Und auf dieser Basis hat dann im 2. Jahrhundert nach Christus Claudius Ptolemäus sein geozentrisches Weltbild entwickelt, bei dem die Erde fest und unbeweglich im Zentrum ruht und Sonne, Mond und die 5 damals bekannten Planeten auf Kreisbahnen um die Erde umlaufen. Und dieses Weltbild, das war über 1000 Jahre lang völlig unbestritten. Klar, man musste es ein bisschen modifizieren, um die Positionen der Planeten vorausberechnen zu können, haben die einfachen Kreise nicht ausgereicht. Und zum Beispiel die Schleifenbewegungen in der Nähe der Opposition der äußeren Planeten zu erklären, musste man Überlagerungen von Kreisbewegungen einführen, sogenannte Epizyklen. Aber im Prinzip waren eigentlich alle mit diesem Weltbild zufrieden, weil es natürlich erschien und weil es eigentlich gute Vorhersagen geliefert hat über die Stellungen der Gestirne am Himmel. Bis im Jahre 1543 Nikolaus Kopernikus ein heliozentrisches Weltbild postuliert hat, mit der Sonne im Zentrum und mit 6 Planeten, die um diese Sonne kreisen. Der Unterschied zwischen dem ptolemäischen und dem kopernikanischen Weltsystem ist eigentlich der, dass die Sonne und die Erde die Plätze getauscht haben. Nicht? Die Sonne ist ins Zentrum gerückt und die Erde ist zu einem Planeten degradiert worden, nicht? Der in einem Jahr einmal um die Sonne läuft und sich zusätzlich täglich, also in 24 Stunden, einmal um die eigene Achse dreht. Kopernikus hat in seinem großen Werk viel Gebrauch gemacht vom Konjunktiv, so im Stil, ja, angenommen, die Sonne stünde im Zentrum der Welt und die Planeten inklusive der Erde, würden um diese Sonne kreisen. Man liest manchmal, ja, das sei aus Rücksicht auf und beziehungsweise aus Angst vor der mächtigen Kirche gemacht worden. Das mag schon auch eine Rolle gespielt haben. Aber es gab einfach kein Experiment, das zwischen diesen beiden Weltsystemen hätte entscheiden können. Das ist sicher auch ein Grund gewesen für diese vorsichtige Formulierung, die
Kopernikus gewählt hat. Beide Weltbilder existierten lange Zeit nebeneinander. Und beide machten ja gute Vorhersagen über die Stellungen der Planeten, über das Himmelsgeschehen. Beide Systeme haben ihre Vor- und Nachteile. Das ptolemäische Weltbild entsprach mehr dem Lebensgefühl einer großen Mehrheit und das für das kopernikanische System sprach vor allem seine Einfachheit. 6 Kreise, nicht 300 Epizyklen, was zum Schluss das ptolemäische Weltsystem hatte. Aber ein Experiment, das zwischen diesen beiden Weltsystemen entschieden hätte, gab es nicht. In der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts haben dann Galileo Galilei und Johannes Kepler das kopernikanische Weltsystem erweitert und verfeinert. Galilei hat mit seinem Fernrohr 4 Monde des Jupiter entdeckt und damit ein Planetensystem im Planetensystem. Und Johannes Kepler hat in jahrelangen hochkomplizierten Rechnungen herausgefunden, dass die Planeten nicht auf exakten Kreisbahnen um die Sonne kreisen, sondern auf leicht exzentrischen Ellipsenbahnen. Und in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts hat dann Isaac Newton mit seinen 3 Axiomen als Grundlage aller Physik und seinem Gravitationsgesetz die Frage beantwortet, warum die Planeten genau so und nicht anders umlaufen. Und damit war natürlich ein weiterer Meilenstein gesetzt. Es passte auf wunderbare Weise eigentlich alles zusammen, nur dass es immer noch kein Experiment gab, das die Drehung der Erde bewiesen oder zumindest anschaulich gemacht hätte. Im Jahre 1851 hatte der französische Physiker Léon Foucault eine großartige Idee. Im Pantheon in Paris hat er ein 67 Meter langes Pendel aufgehängt und schwingen lassen. Und schon nach wenigen Minuten haben die Besucher mit eigenen Augen sehen können, dass sich die Schwingungsebene des Pendels ein ganz klein wenig im Uhrzeigersinn gedreht hatte. Oder ist die Schwingungsebene des Pendels gleich geblieben? Und der Erdboden unter dem Pendel hat sich ein ganz klein wenig im Gegenuhrzeigersinn gedreht? Hier war er also, der anschauliche experimentelle Hinweis auf die Drehung der Erde. Und das wollen wir jetzt hier nachmachen. Im kleineren Maßstab, das Pantheon ist es ist einfach 4-mal so hoch wie das Liechtensteinische Gymnasium. Aber wir machen, was wir können, und ich hoffe, dass ich Ihnen den Effekt auch mit diesem Pendel zeigen kann. Sie sehen hier, es wird gehalten von einer Schnur. Also das hängt jetzt schon einige Stunden so, damit es wirklich ganz in Ruhe ist. Und ich werde jetzt dann nachher das abhängen. Jetzt kann ich auch das hier wegnehmen. Das könnten wir eigentlich hier zur Seite stellen. Danke, Agnes. Und wenn ich die Schnur durchbrenne, dann setzt sich das Pendel, das jetzt hier, ich habe das genau in Nord-Süd-Richtung eingestellt, nicht, dass das vom Bauamt, das alles hier, diese Platte ist mit modernsten Messmethoden orientiert in Nord-Süd-Richtung. Die Grad sind angeschrieben mit 0, 180 Grad. Es schwingt jetzt genau, fängt jetzt genau in Nord-Süd-Richtung an zu schwingen, bewegt sich also auf den Mittelpunkt zu und dann dort hinüber zu diesem schwarzen Zeiger. Und dann lassen wir das schwingen und schauen einmal, was passiert.
Es ist so, ich komme da nachher noch drauf zu sprechen, die Theorie sagt, dass die Schwingungsebene des Pendels sich in einer Stunde um 11 Grad dreht. Das heißt, die roten Zeiger, das ist die Prognose für die Richtung der Schwingungsebene nach einer Stunde. Wie viel Uhr haben wir jetzt? Also 3:05. Also wenn da noch jemand da ist, 3:05, müsste es eigentlich, so will es die Theorie, vom roten Zeiger über den Mittelpunkt zum anderen roten Zeiger schwingen. So, dann komme ich jetzt zum dritten Punkt, zur Physik, die hinter dem Foucault-Pendel steckt. Es gab schon vor Foucault Bemühungen, die Drehung der Erde um ihre eigene Achse sichtbar zu machen. Aus Sicht der Physik ist das eigentlich ganz einfach. Die Drehung, das Rotieren eines Systems kann man durch zwei Sachen nachweisen. Erstens durch das Wirken der Zentrifugalkraft und zweitens durch das Wirken der Corioliskraft. Wenn sich ein System dreht, dann treten diese beiden Kräfte auf. Wenn diese beiden Kräfte nicht auftreten, dann weiß ich, das System dreht sich nicht. Aber ja, so einfach es sich anhört, nicht, der Teufel steckt dann halt auch im Detail und diese Kräfte nachzuweisen ist halt vielleicht nicht immer so ganz einfach, wie es hier aussieht, wenn man das so hört. Auf den Nachweis durch die Zentrifugalkraft möchte ich hier verzichten. Die Corioliskraft tritt auf, wenn sich ein Körper in einem rotierenden System bewegt. Woher kommt diese Corioliskraft? Stellen Sie sich eine rotierende Scheibe vor. Wir machen das Ganze jetzt zuerst an einer Scheibe, ist ein bisschen einfacher. Natürlich ist die Erde keine Scheibe, sondern eine Kugel. Aber das Wesentliche zur Corioliskraft sieht man, wenn man eine rotierende Scheibe betrachtet. Nicht? Das sei jetzt eine Scheibe, die hier so sich dreht, im von oben gesehen im Gegenuhrzeigersinn. Stellen Sie sich vielleicht ein Kinderkarussell vor, bei dem die ganzen Rösser und Polizei- und Feuerwehrautos abmontiert sind. Also frei begehbar ist, das sagen wir mit drei, vier Umdrehungen pro Minute rotiert. Also in der Physik benutzt man gerne eigentlich die Winkelgeschwindigkeit und nicht die Drehzahl. Aber es ist beides ist ineinander umrechenbar. Die Winkelgeschwindigkeit Omega, das heißt also, so ein Kinderkarussell, würde ich jetzt mal sagen, dreht sich vielleicht mit 15 Grad pro Sekunde. Nicht? In einer Sekunde 15 Grad. Nicht? Das ist die Winkelgeschwindigkeit. 15 Grad pro Sekunde. Gleich vorneweg, die Erde dreht sich auch, aber viel langsamer. Nämlich mit 15 Grad pro Stunde. Also, Karussell, Erde, 15 Grad pro Stunde, nicht? Dann schafft sie es in 24 Stunden gerade einmal herum, 360 Grad. Jetzt, was ist los? Nehmen Sie an, Sie stehen jetzt hier auf diesem Kinderkarussell am äußeren Rand und das Karussell dreht sich und Sie laufen jetzt einfach mal so ganz locker auf das Drehzentrum zu. Was passiert? Sie kommen nicht an. Sie kommen nicht am Drehzentrum an, wenn Sie einfach so loslaufen und nichts dabei denken. Sie werden abgetrieben. Sie werden hier abgetrieben von wem? Von der Corioliskraft, nicht? Sie können sich natürlich gegen diese Corioliskraft wehren, und dann können Sie natürlich schon hier, aber dann müssen Sie diese Kraft
kompensieren, nicht? Mit ihren Füßen. Ja, also hier wirkt eine Corioliskraft, das teilen Sie mal an irgendeiner Stelle, hier ein, FC. Woher kommt diese Corioliskraft? Nicht? Wenn Sie hier außen stehen, dann haben Sie eine größere Bahngeschwindigkeit, wie wenn Sie hier innen sind. Sie müssen ja mehr Weg zurücklegen in der gleichen Zeit, wie wenn Sie hier innen kreisen. Das heißt, wenn Sie hier einfach loslaufen, wenn Sie hier auf der gestrichelten Linie direkt auf das Drehzentrum zulaufen wollten, dann müssten Sie abbremsen. Und dafür braucht das eine Kraft. Nicht? Weiß ja jeder. Das ist nicht von selber ab. Brauchen eine Kraft. Dann müssten Sie dieser Corioliskraft entgegenwirken. Nicht? Also fassen wir zusammen, in jedem rotierenden System tritt diese Corioliskraft auf. Und ich möchte Ihnen diese eine Formel jetzt schon zumuten. Es gibt noch eine andere, kleinere, harmlosere. Nicht? Diese Corioliskraft hier, die kann man vollständig berechnen. Die hat man einfach im Griff in der Physik. Die kann man bei gegebener Situation berechnen. Das ist immer, wenn dieser Körper, der hier auf der Scheibe sich bewegt, die Masse m hat, dann ist das hier die doppelte Masse, mal die Geschwindigkeit, mit der man sich auf der Scheibe bewegt. Nicht? Also nicht die Bahn, sondern die Geschwindigkeit, mit der ich mich auf der Scheibe bewege, mal diese Geschwindigkeit und mal diese Winkelgeschwindigkeit Omega. Das ist der Betrag, wenn die Winkelgeschwindigkeit und die Geschwindigkeit senkrecht aufeinander stehen. Muss vielleicht auch noch sagen, dass diese Winkelgeschwindigkeit ein Vektor ist und der steht in dieser Situation, wenn sich die Scheibe in diesem Sinne dreht, hier senkrecht nach oben. Und jetzt kann man diese Corioliskraft auch von der Richtung her, haben die genauso im Griff. Man weiß zu jedem Zeitpunkt, in welche Richtung, mit welchem Betrag die wirkt. Und das ist dann die vollständige Wahrheit. Hier muss ich jetzt das Vektorprodukt zwischen von V und Omega bilden. Und auf diese Art und Weise hat man also von der Physik her diese wirkende Kraft vollständig im Griff. Und sie ist es, die letztendlich nicht, also vielleicht, wenn wir noch sagen, wenn ich hier so laufe, wenn ich jetzt wieder zurücklaufe, was passiert? Ja, wenn ich jetzt wieder zurücklaufe, dann bleibe ich ja eigentlich zurück, weil außen sind die Punkte auf dem Äußeren schneller, nicht? Und man kann es natürlich auch hier mit dieser Drei-Finger-Regel, kann man alles genauso kommen zum gleichen Ergebnis. Auf jeden Fall, wenn ich hier zurücklaufe, dann komme ich nicht gerade, wenn ich nichts dagegen mache, wenn ich mich nicht wehre gegen diese Corioliskraft, auf so einem Bogen, nicht? Und jetzt sehen Sie vielleicht schon, das Pendel kann sich nicht wehren gegen diese Corioliskraft. Am Anfang schwingt er so und dann so. Das ist jetzt natürlich maßlos übertrieben für eine Winkelgeschwindigkeit von 15 Grad pro Stunde. Ist das ganz, ganz wenig. Also bei diesem Pendel hier ist es so, dass jetzt nach einem Schwingen der Umkehrpunkt auf der anderen Seite 0,4 mm neben dem Vorgänger ist. Aber nicht null. Aber wen? Okay, also das zu der Corioliskraft. Wenn ich jetzt, also wenn die Erde sich dreht und ich laufe hier, dann erfahre ich diese Corioliskraft. Ich habe genau diese Situation. Drehendes System und ich bewege mich. Wenn ich stehe, nicht. Aber wenn ich laufe. Kann ich ausrechnen, wie groß die ist? Das Problem ist halt, die ist winzig, winzig klein. Ungefähr ein Hunderttausendstel meiner Gewichtskraft. Deswegen merke ich das jetzt da nicht. Ich muss mich jetzt nicht wahnsinnig wehren gegen diese Corioliskraft. Kommt relativ problemlos geradeaus. Wie ist das mit einem Zug? Nicht? Wir haben uns die schnellsten Züge fahren mit über 300 Kilometer pro Stunde, TGV oder ICE, auf einer bolzgeraden Strecke. Da wirkt diese Corioliskraft. Ist
dort immerhin schon ein Tausendstel der Gewichtskraft. Aber man muss deswegen nicht die Bahnanlagen, die Gleise verstärken, nicht die. Das ist auch wieder nicht, aber sie ist natürlich messbar, keine Frage. Und jetzt ist man um das Jahr 1800 auf die Idee gekommen, die Drehung der Erde nachzuweisen, indem man Kugeln im Innern von ganz hohen Türmen fallen lässt. Beziehungsweise in ganz tiefe Schächte fallen lässt. Nicht die höchsten Türme damals waren so 80, 90 Meter hoch, Schächte in Kohlegruben ungefähr auch so. Und was muss passieren? Nicht? Diese fallenden Kugeln müssen die Corioliskraft erfahren und es ist eine ganz leichte Ostabweichung in unseren Breiten zu erwarten und eine noch kleinere Südabweichung. Ich kann es nicht erklären, das muss man jetzt halt dreidimensional auf einer rotierenden Kugel, ist es nicht ganz so einfach wie hier auf der rotierenden Scheibe. Ja, das wusste man, und dann hat man diese Versuche durchgeführt. Das waren sehr, sehr heikle Versuche, weil diese Abweichung auf einer Höhe von 80, 90 Meter sind wenige Millimeter. Und jetzt können Sie sich vorstellen, Störungen gibt es, Luftströmungen, nicht im Innern eines Turms geht man davon aus, ja, gibt es jetzt keine großen Winde, aber trotzdem gibt es schon auch Luftstörungen. Und es ist so, es ist gar nicht so einfach, die Kugel immer im gleichen Punkt ohne Quergeschwindigkeit loszulassen. Das sind also riesige experimentelle Probleme, aber man hat diese Störungen, die auftreten, dadurch wettgemacht, dass man den Versuch und die immer nach bestem Wissen und Gewissen immer gleichen Bedingungen ganz oft ausgeführt hat, 100 Mal, 200 Mal. Und wenn Sie jetzt hier unten, dass der Boden ist in dem Turm und sagen wir, das hier ist der Punkt genau unter dem Loslasspunkt der Kugel. Dann sind die Einschläge vielleicht so verteilt. Nicht so. Also es gibt auch westwärts Einschläge, aber sagen wir, der Schwerpunkt dieser Einschläge, der statistische Mittelwert, dieser Koordinaten, die ist leicht nach Osten und ein bisschen noch weniger leicht nach Süden verlegt. Und diese Versuche sind die ersten Versuche, die die Drehung der Erde nachgewiesen haben. Naja, aber sagen wir so, es ist nichts für ein großes Publikum. Also wenn Sie diese Versuche durchführen an einem Tag, brauchen Sie und dann zum Schluss dieses Ergebnis haben, wird jetzt niemand wahrscheinlich in Begeisterungsstürme ausbrechen. Nicht? Eine andere Möglichkeit ist, ein Pendel schwingen zu lassen. Ein Pendel schwingen zu lassen und die Corioliskraft wirken zu lassen und zu warten. Der große Vorteil ist, der Stein ist nach wenigen Sekunden auf dem Boden aufgeschlagen, das Pendel schwingt, stundenlang. Natürlich ist es nicht so schnell, aber das macht nichts, es schwingt. Und ja, ich sehe gerade, Sie sehen es jetzt nicht, dass es tut. Also, ein bisschen schon, Sie sehen es, aber von den anderen Plätzen nicht. Wenn ich das nicht mehr brauche, könnte ich das eigentlich wieder ein bisschen zurückschieben. Ja, das war jetzt die Sichtweise eines Beobachters, der im rotierenden System ist. Der selber also mitrotiert. Jetzt kann man das Ganze auch von einem ruhenden Standpunkt aus betrachten. Nicht? Sie nehmen nicht an der Kreisbewegung teil. Nicht? Sie sind jetzt nicht auf der Erde, sondern Sie erheben sich jetzt in Gedanken über die Erde, drehen sich nicht mit der Erde mit und überlegen, was passiert. Am einfachsten ist die Situation an den Polen. Nicht? Da haben wir am Nordpol. Die Erde dreht sich so und Sie haben ein Foucault-Pendel, das ist natürlich nicht maßstäblich, über dem Nordpol. Nicht? Und das Foucault-Pendel schwingt hier so und gleichzeitig dreht sich die Erde unter dem Foucault-Pendel hinweg. Das Foucault-Pendel, die Schwingungsebene des Foucault-Pendels kann nicht gedreht werden. Es dreht sich
der Aufhängepunkt somit. Aber das ändert nicht die Drehung der Schwingungsebene. Und wie schnell dreht sich dann scheinbar die Schwingungsebene des Foucault-Pendels? Ja, genauso schnell, wie die Erde sich dreht. Das heißt, am Nordpol dreht sich die Schwingungsebene des Foucault-Pendels genau 15 Grad pro Stunde. Also, jetzt zunächst, Nordpol habe ich eine Drehgeschwindigkeit des Pendels von 15 Grad pro Stunde. Wie sieht es am Äquator aus? Nicht, jetzt ist es so, jetzt müssen sich halt die Gravitationskraft wirkt ja immer auf den Erdmittelpunkt zu. Nicht? Jetzt muss ich das Pendel, schwingt am Äquator jetzt so. Das Pendel ist aufgehängt an einem Punkt über dem Äquator, schwingt da hin und her und die Erde dreht sich, der Aufhängepunkt dreht sich natürlich mit. Was passiert? Die Schwingungsebene des Foucault-Pendels dreht sich nicht. Die Drehgeschwindigkeit des Foucault-Pendels am Äquator, so wie in Singapur, Nairobi oder so etwas, ist null. Also dort ein Foucault-Pendel zu errichten, ist eigentlich ist keine gute Idee. Die spannende Frage ist jetzt natürlich, wie sieht es aus in einer geografischen Breite Phi? Zum Beispiel 47 Grad, das wäre unsere geografische Breite. Wie viel dreht sich dort? Ja, irgendetwas zwischen 15 und 0, das ist schon klar. Aber wie viel? Um das herzuleiten, ja, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also wir haben eine geometrische Herleitung dieser Beziehung gemacht. Wenn ich sage wir, darf ich auch sagen, Georg Schirscher und ich. Die Idee ist ganz klar von ihm. Und wir haben das auf den Tafeln hier am Gang, auf den beiden letzten Tafeln. Wenn Sie das interessiert, können Sie das dort lesen. Und ich hoffe, es braucht einfach ein relativ gutes räumliches Vorstellungsvermögen. Wenn Sie lieber rechnen, dann schauen Sie auf meinem YouTube-Kanal, dort habe ich das vorgerechnet. Nicht? Man kann das auf jeden Fall herleiten. Und das Ergebnis ist folgendes, also halten wir hier fest, hier am Pol ist die Drehgeschwindigkeit 15 Grad pro Stunde, am Äquator ist sie 0. Ja, okay, so, ja, Entschuldigung. Also da sind es am Pol sind 15 Grad pro Stunde, am Äquator ist es 0 und in der geografischen Breite Phi, da ist es diese 15 Grad, die Drehgeschwindigkeit der Erde, Omega E, korrigiert mit einem Faktor Sinus von dieser geografischen Breite. Nicht? Das ist die zweite Formel. Ich habe gesagt, beschränke mich auf zwei Formeln. Also die ist relativ harmlos. Jetzt ist wirklich fertig, kommt keine mehr. Also in Vaduz, wenn Sie jetzt das hier einsetzen, dann kommen Sie hier auf 11 Grad pro Stunde. Nicht? Und deswegen habe ich hier diese roten Zeiger auf 11 Grad eingestellt. Ja, das war das, was ich zur Physik des Foucault-Pendels sagen wollte. Ich komme jetzt auf ein paar Besonderheiten dieses Foucault-Pendels. Ein Pendel von dieser Größe ist immer ein Unikat. Sie können die Bauteile nicht aus dem Regal eines Baumarkts ziehen. Und Sie müssen immer Rücksicht nehmen auf das bestehende Gebäude. Nicht? Sie können ja nicht das völlig frei designen, wie man heute vielleicht sagen würde. Sie müssen Rücksicht nehmen auf den Bau, in dem es implantiert wird. Sie müssen Kompromisse schließen. Sie müssen sehr, sehr viele einzelne Fragen beantworten, sich stellen und beantworten, bis dann so ein Pendel hängt. Und was ich als sehr hilfreich empfunden habe bei dieser Planung, ist, wenn man eine Leitidee hat. Nicht?
Und die Leitidee für dieses Pendel ist, den Effekt, also die Drehung der Erde, in größtmöglicher Einfachheit darstellen. Alles weglassen, was nicht diesem Zweck dient. Nicht? Das Ganze sollte im Dienste der Physik stehen und, oder anders ausgedrückt, alle anderen Erwägungen, finanzielle, ästhetische und so weiter, haben sich den Anforderungen der Physik zu beugen. Das war die Leitidee für dieses Pendel. Ich zum Beispiel haben wir auch diese Zitate und alles, die Grundplatte, nur die Gradeinteilung, weil die nützt für den physikalischen Versuch. Haben die überlegt, ob wir da Inschriften oder Zitate da platzieren? Nein. Also, und aus dieser Leitidee ergeben sich jetzt, ich möchte das an drei Beispielen zeigen, wie sich aus dieser Leitidee ein paar Besonderheiten dieses Pendels ergeben haben. Die erste Besonderheit dieses Pendels ist, das Pendel hat keinen Antrieb. Jetzt komme ich auf das, was Sie vorhin gefragt haben. Und keinen Antrieb. Das heißt, wenn Sie ein Pendel in Gang setzen, dann nimmt mit der Zeit unweigerlich die Amplitude ab, aufgrund von Reibung und Luftwiderstand. Und das kommt irgendwann zum Stillstand. Und wenn das Pendel natürlich zum Stillstand kommt, bevor Sie den Effekt sehen, dann nützt es als Foucault-Pendel nichts zum Nachweis der Drehung. Das ist klar. Und deswegen haben heutzutage die meisten Pendel einen Antrieb. Wie funktioniert das? Sie haben unten im Pendelkörper, implantieren Sie einen Stabmagneten. Und unter die Platte setzen Sie einen Elektromagneten mit einer elektronischen Schaltung. Und jetzt, jedes Mal, wenn das Pendel über die Mitte hinweg schwingt, jetzt wird der Stromkreis eingeschaltet, natürlich richtig gepolt, sodass der Elektromagnet den Stabmagneten abstößt. Und jetzt können Sie das so dimensionieren, von der Länge des Stoßes und von der Kraft, vom Impuls, den er überträgt, dass gerade das, was durch Reibung und Luftwiderstand auf diesem Weg dem System entzogen wird, dass das gerade nachgeliefert wird. Nicht? Und dann, also ob Sie es bei jedem Durchgang oder nur bei jedem zweiten in die gleiche, ist eigentlich völlig egal. Auf diese Weise können Sie das Pendel ewig schwingen lassen. Nicht? Die Amplitude geht dann nicht zurück. Und ich habe das als, es wird Ihnen vielleicht kurios vorkommen, dass ich als Besonderheit dieses Pendels erwähne, dass es keinen Antrieb hat. Doch es ist eine Besonderheit. Wir wollten keinen Antrieb im Sinne der Leitidee. Und wenn Sie, das ist hier eine Schule, wenn Sie hier Schüler stehen haben und dann erklären Sie das und dann sagen Sie, ja, da unter der Platte ist die Elektronik, verstehen wir, ne? Können Sie sich denken, was dann ist. Na, das macht natürlich auch gleich die Drehung, ja, da will uns da, das ist ja klar. Also deswegen wollten wir das nicht. Wenn man auf einen Antrieb verzichtet, dann muss man aber größte Anstrengungen unternehmen, um eben diese Reibung und diesen Luftwiderstand so klein wie möglich zu halten. Und das haben wir probiert. Wo wird Reibung dem System Reibungsarbeit entzogen? Erstens mal, die Aufhängung muss absolut stabil sein. Die darf nicht nachgeben, auch nicht im Mikrometerbereich. Das würde dem System Energie entziehen. Und deswegen haben wir das Pendel nicht unten an die Decke geschraubt, sondern auf die Decke gelegt und natürlich auch festgeschraubt. Wo geht noch Reibung verloren? Die meisten Pendel werden oben einfach eingeklemmt an der Aufhängung. Und dann biegt sich ja an der Stelle, wo das einklemmt, biegt sich ganz klein wenig der Draht ab. Und das gibt innere Reibung. Es ist zwar minimal, Sie wissen, wenn Sie einen Draht einfach so biegen, dann wird er warm, nicht? Wird Energie entzogen. Und deswegen haben wir den Draht nicht einfach oben eingeklemmt, sondern auf eine kardanische Aufhängung gelegt. Ich kann jetzt nicht so sehr in technische Details gehen, aber die kardanische Aufhängung ist, um die Reibung möglichst klein zu halten, um diese innere Reibung zu vermeiden. Jetzt der Luftwiderstand.
ist natürlich das eigentlich noch größere Problem. Und gegen den Luftwiderstand, da hilft eines ganz gut. Ein möglichst langes Pendel. So lang wie möglich. Warum? Je länger das Pendel ist, umso langsamer schwingt es. Umso kleiner ist seine Geschwindigkeit und umso kleiner ist die Luftwiderstandskraft. Das wissen Sie ja vom Autofahren her oder vom Radfahren her. Je schneller Sie fahren, umso größer ist die Luftwiderstandskraft. Nicht? Also, wir haben hier wirklich jeden Zentimeter ausgenutzt. Wenn ich zum Beispiel daran denke, dass in der Anfangsphase der Architekt vorgeschlagen hat, ja, wir machen hier in 2 Meter Höhe eine Plexiglasscheibe und können wir das Pendel von unten anschauen. Nicht? Da habe ich mich natürlich gewehrt gegen solche Ideen. Nicht? Jeden Zentimeter ausgenutzt. Die Länge des Pendels ist für die Vermeidung des Luftwiderstands oder der Reduzierung des Luftwiderstands der wichtigste Faktor eigentlich. Was kann man noch machen? Wir haben hier eine Linsenform für den Pendelkörper gewählt. Die meisten Foucault-Pendel haben als Pendelkörper eine Kugel. Warum? Weil das aerodynamisch günstiger ist. Nicht? Der CW-Wert, der Luftwiderstandskoeffizient, ist bei einer Linse geringer als bei einer Kugel. Und was man auch noch machen kann, ist natürlich das Material. Je dichter das Material ist, umso kleiner ist das Volumen bei einem gegebenen Masse. Der Pendelkörper hat hier 42 Kilogramm, ist aus Messing und hat sozusagen jetzt halt dieses Volumen. Wenn wir jetzt da 42 Kilogramm Gold genommen hätten, nicht, dann wäre der Pendelkörper natürlich noch kleiner und würde noch weniger Luftwiderstand bieten. Aber ich habe ja anfangs gesagt, man muss Kompromisse schließen, nicht? Bei der Realisierung eines solchen Pendels. Ja, die zweite Besonderheit ist, dass dieses Pendel keinen Charot-Ring hat. Die meisten Pendel haben heutzutage einen Charot-Ring. Und zwar warum? Wenn Sie ein Pendel in Gang setzen, ein bisschen mehr ausschlagen, nicht, dann kommt das mit der Zeit unweigerlich, man sagt im Alltag, ins Trudeln. Der Fachbegriff ist elliptische Schwingungen. Nicht? Und das ist natürlich lästig, wenn Sie die Drehung der Schwingungsebene messen wollen und dann eiert es da so umeinander. Nicht? Und deswegen, da hatte eben der französische Physiker Fernand Charon, hatte da eine gute Idee, wie man diese elliptischen Schwingungen bekämpfen kann. Und zwar, ich habe jetzt hier so einen, das wäre jetzt unser Charon-Ring, und mit dem muss ich in die oberen 20% der Pendellänge gehen. Jetzt muss ich ein bisschen tiefer gehen, weil der Ring ein bisschen zu groß ist. Nicht? Und was macht dieser Ring? Wenn das Pendel jetzt hier ausschlägt auf diese Seite und eine Quergeschwindigkeit hat, dann reibt es am Ring und entzieht diese Quergeschwindigkeit dem System. Das heißt, wenn Sie so einen Charot-Ring montieren, dann kommen diese lästigen Querschwingungen überhaupt gar nicht auf. Weil sobald die da sind, werden die weggenommen durch das Anschlagen, nicht? Das Anschlagen an diesen Charot-Ring. Dass es hier ein bisschen abknickt, gibt natürlich wieder Reibungsverluste zusätzlich, die man nicht vermeiden kann. Und es verändert natürlich auch ein bisschen die Periodendauer. Das haben Sie gesehen, dann im unteren Bereich winkt es ein bisschen schneller. Aber heute haben eigentlich die meisten Pendel Antrieb und Charot-Ring ist natürlich eine ideale Kombination. Und dann hat man viele Probleme nicht, aber wir wollten im Sinne der Leitidee keinen Charot-Ring. Und auch aus Rücksicht auf das Kunstwerk, auf das Deckengemälde. Aber wir haben ja nicht gewusst, geht das oder geht das nicht. Und deswegen haben wir uns um die Genehmigung beim Denkmalamt bemüht, notfalls einen Charot-Ring montieren zu dürfen. Und die wurde gegeben, aber es hat sich gezeigt, Gott sei Dank, wir brauchen ihn nicht. Also, die zweite Besonderheit, kein Charot-Ring. Und die dritte
Besonderheit ist vielleicht, ja, ist vielleicht die größte Besonderheit dieses Pendels. Es ist seine Einbettung in ein Kunstwerk. Als 1972 die Schule gebaut wurde, hat Ferdinand Gehr im vierten Stock ein großflächiges Deckengemälde erschaffen mit dem Titel Genesis um ein Sonnenzentrum. Genesis, die Schöpfungsgeschichte also. Am Anfang schuf Gott Himmel und die Erde war wüst und leer und so weiter. Wenn wir nachher hochgehen, werden Sie unschwer dieses Sonnenzentrum und einzelne Elemente der Schöpfungsgeschichte erkennen. Ich fühle mich nicht dazu berufen, jetzt zum Künstler und seinem Werk zu referieren. Nur vielleicht so viel. Ferdinand Gehr ist 1896 im St. Gallischen Niederglatt auf die Welt gekommen und gilt als der wichtigste sakrale Maler der Schweiz im 20. Jahrhundert. Und er ist im Alter von 100 Jahren hier ganz in der Nähe im Rheintal in Altstetten gestorben. Und ich freue mich sehr, dass seine Tochter heute hier ist. Und wir verdanken ihr, sie hat uns, hier ist ein Zitat von Ferdinand Gehr, es stammt aus dem Notizbuch ihres Vaters. Und sie haben uns ja freundlicherweise dieses Notizbuch für einige Zeit damals überlassen. Vielen Dank noch einmal. Ja, jetzt kann man natürlich sagen, also es war uns völlig klar, dass wenn wir hier dieses Pendel realisieren, dann müssen wir in das Kunstwerk eingreifen. Es geht nicht anders. Jetzt kann man diesen Eingriff als unerhört taxieren. Aber man kann natürlich auch auf der anderen Seite das vielleicht auch als Chance, als eine Möglichkeit begreifen, zwei Sphären, zwei Welten einander näher zu bringen, sich begegnen zu lassen. Ich tendiere eher zu dieser Sichtweise. Hier gehen doch Himmel und Erde, Religion und Naturwissenschaft, ein bedeutendes Kunstwerk und einer der schönsten Versuche, physikalischen Versuche, die es gibt, symbolisch eine Verbindung ein. Kein schlechtes Omen für ein Gymnasium, das sich ja, der Bildung verpflichtet fühlen sollte. So viel zu den Besonderheiten. Jetzt möchte ich noch ein wenig auf die Baugeschichte eingehen. Angefangen hat alles im Jahre 2012. In diesem Jahr hat das Liechtensteinische Gymnasium sein 75-jähriges Bestehen gefeiert. Und aus diesem Anlass hat die Hilti-Familienstiftung der Fachschaft Physik ein großzügiges Geschenk gemacht. Zur freien Verfügung, wie es hieß. Und ich war damals Vorstand der Fachschaft und habe mir halt Gedanken gemacht, was man mit diesem Geld anstellen könnte. Und ja, beim Betrachten dieser großen freien Höhe, das ist ganz ungewöhnlich, in modernen Gebäuden gibt es das nicht. Nicht? Gibt es das nicht mehr, eine so große Höhe. Das ist aus Sicherheitsgründen wird das nicht genehmigt. Brandschutz, Gründe des Brandschutzes genauso, ist praktisch ja wie ein Kamin hier. Darf es nicht laut sagen, für uns ist das ein großes Glück, dass das hier so gebaut worden ist. Und dann bin ich mit diesem Vorschlag vor die Fachschaft getreten und diese hat einstimmig zugestimmt. Ja, und dann konnte ich daran gehen, das zu planen, habe erstmal Überlegungen, Berechnungen gemacht, was ist die Periodendauer, wie viel wird vermutlich durch Reibung Energie entzogen pro Zeiteinheit und solche Sachen. Dann habe ich Pendel angeschaut in der näheren und weiteren Umgebung, mit Fachleuten gesprochen, die Erfahrungen auf diesem Gebiet gemacht hatten und natürlich auch den Kontakt zum Amt für Bau und Infrastruktur und zum Amt für Denkmalschutz gesucht und natürlich mit dem Architekten zusammengesessen und erste Pläne gemacht. Ein Jahr später, 2013, ist das Projekt aber in Stocken geraten.
Die Ansichten des Architekten, die Anliegen des Denkmalschutzes und die Anforderungen der Physik waren einfach nicht unter einen Hut zu bringen. Und so habe ich mich langsam und schweren Herzens damit abfinden müssen, dass es wohl doch kein Foucault-Pendel gibt am Liechtensteinischen Gymnasium. Und noch ein Jahr später, im Jahr 2014, nimmt die Geschichte eine für mich unerwartete, aber höchst erfreuliche Wendung. Ob es Zufall oder Fügung war, sei dahingestellt. Auf jeden Fall habe ich auf der Straße Georg Schirscher, einen mir seit vielen Jahren freundschaftlich verbundenen Kollegen, getroffen und ich habe ihm vom Projekt Foucault-Pendel erzählt. Ich will es kurz machen. Er hat mir seine Hilfe angeboten, um vielleicht dieses Projekt doch noch zu retten. Und mit dieser Zeit hat für mich eine ganz ergiebige Zusammenarbeit begonnen. Die Zusammenarbeit war erfreulich und einfach zugleich, weil wir von der gleichen Leitidee beseelt waren. Dann verträgt es Differenzen im Detail problemlos. Ja, und Georg Schirscher ist es auch zu verdanken, dass dann alle Entscheidungsträger wieder an einem Tisch zusammengesessen sind, nach und nach alle Einwände fallen gelassen worden sind und wir schließlich das Foucault-Pendel weitestgehend nach unseren Vorstellungen realisieren konnten. Am 2. Juni 2017 war es dann soweit, in einer kleinen Feier konnte dieses Pendel eingeweiht werden. Ich möchte schließen mit den Worten von Léon Foucault. Sie sehen das Zitat hier im Original. Ich möchte es jetzt hier in einer französischen Übersetzung vorlesen. Das Phänomen entwickelt sich ganz langsam. Es ist zwangsläufig und durch nichts aufzuhalten. Während man sieht, wie es entsteht und größer wird, spürt man, dass es nicht in der Macht des Experimentators steht, sein Aufkommen zu beschleunigen oder zu verzögern. Jeder Mensch, der mit diesem Effekt konfrontiert wird, verbleibt einige Augenblicke nachdenklich und schweigend und nimmt in der Regel beim Weggehen ein stärkeres und lebendigeres Gefühl mit von unserer unaufhörlichen Bewegung im Raum. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und wünsche, dass Sie beim Weggehen ein stärkeres und lebendigeres Gefühl von unserer unaufhörlichen Bewegung im Raum mitnehmen.